Danke, Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Ich darf als Erstes, damit es auch eine gewisse Überlegungsphase gibt, hinsichtlich der anderen Fraktionen einen Entschließungsantrag einbringen, betreffend die Dringlichkeit von Erleichterungen der Anmeldevorschriften für Familienangehörige in Gastronomiebetrieben. Wir haben die Wortmeldung des Kollegen Obernostra noch ganz licht und glanzvoll in den Ohren, aber ich kann ihn auch bereits zitieren aus dem Jahr 2011, aus der Parlamentskorrespondenz, aus dem Tourismusausschuss, wo der Kollege Obernostra sagt, dass es eben in Gastronomiebetriebe Probleme damit haben, Familienangehörigen in speziellen Situationen, etwa an Kirchtagen oder bei Begräbnissen einzusetzen oder unbürokratisch einen Adventmarkt abzuhalten. Das sind wirklich die Probleme, die ich von vielen Gastronomen höre, auch jetzt in der Diskussion. Und daher darf ich diesen Entschließungsantrag einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, umgehend Maßnahmen zu setzen, die Erleichterungen der Anmeldevorschriften für die kurzfristige Anstellung von Familienangehörigen zur Mithilfe in Gastronomiebetrieben sicherzustellen. Wir handeln und das freie Mandat hier zählt. Das heißt, man kann hier das umsetzen, was man hier argumentiert. Das lässt sich sehr einfach machen, bei unserem Antrag nicht sitzen zu bleiben, sondern ganz nach dem Motto, Österreich darf nicht sitzen bleiben, bei diesem Antrag, dass alle aufspringen und freudig zustimmen. Weil es gibt ja auch andere Dinge und es ist ja leider Gottes in dieser Debatte, wenn es um die Würde des Hauses gegangen ist, darum gegangen, dass der eine dem anderen vorgeworfen wird, mehr oder weniger intelligent zu sein, Sinn erfassend zu lesen oder sonst was. Ich beziehe mich auf Personen, von denen ich grundsätzlich nicht annehme, dass sie im Verdacht stehen, nicht intelligent zu sein und daher besonders auf die ÖVP-Fraktion gerichtet. Ein Landtagsabgeordneter der ÖVP, Hans Schaffetter aus Salzburg, sagt zu den Gastronomen, es wurden Entlastungen versprochen, aber Belastungen sind es geworden in der aktuellen Debatte. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und dann noch mehr, der Herr Landeshauptmann Haslauer, der wird doch hoffentlich irgendwie ein Gewicht haben in der ÖVP. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin bei Ihren Vorstandssitzungen auch noch dem neuen Parteistatut ja nicht dabei. Aber dieser Landeshauptmann Haslauer meint, das muss doch möglich sein, für den Tourismus die 13% fallen zu lassen, dass sie bei den 10% bleiben. Also ich bin guten Mutes, dass in der ÖVP diese starken Persönlichkeiten noch die Oberhand bekommen, dass diese unsäglichen Maßnahmen, die den Wirtschaftsstandort Österreich, wie wir bereits mehrfach gehört haben, in Gefahr bringen. Viel ehrlicher war da der Kollege Kutztas, der gesagt hat, es geht eigentlich nur darum, dieses 5 Milliarden, 6 Milliarden Steuer Paket zur Entlastung der kleinen Einkommen, der Pensionisten und so weiter, der kleinen Angestellten, das voranzubringen. Das ist an sich das Entlarvende. Es geht wirklich um die Finanzierung dieser steuerlichen Entlastung. Dann ist die steuerliche Entlastung und da sucht man die Gegenfinanzierung. Und wo kann man da noch was finden? Da schaut man bei den letzten Zitronen, die man in Österreich noch auspressen kann. Und da ist der Wirt synonym dafür. Und lassen wir nicht nur, um mit einem Sprichwort zu reden, die Kirche im Dorf, sondern lassen wir bitte auch den Wirt im Dorf. Weil er gehört eben, so wie es das Team Stronach in der Präambel gesagt hat, zur Gemeinschaft dazu. Und weil es auch schon vom Kollegen Willi gesagt worden ist, der gesagt hat, ja, die Kuh, die man melken will, da darf man eines nicht machen, schlachten. Und da sind wir auch beim besten Weg dazu. Weil, es wurde auch schon erwähnt, der Kollege Demmesler hat gesagt, die Touristik insgesamt, das sind diejenigen, die nicht sagen können, ich übersiedle meinen Betrieb ins billigere EU-Ausland oder gänzlich aus der EU hinaus. Nein, unsere touristischen Dinge, die Berge, die Landschaften, das Skigebiet und so weiter, die Seenlandschaften, die sind nur hier. Und es trifft nicht die Konzerne, die Großen, die mit ihren Ketten weltweit ihre Gewinne durch die Gegend schieben können und sich richten können. Es sind die kleinen Familienbetriebe, die nicht weg können, die hier sein müssen. Und wenn jetzt Aussagen kommen, auch aus einer Studie, wir sehen die Zukunft positiv, dann sehen das diese Wirte deshalb positiv, weil sie an ihre eigene Kraft glauben, aber mit Sicherheit nicht an diese Rahmenbedingungen, die diese Bundesregierung für sie vorsieht. Die Freiheitlichen in Niederösterreich, wir machen jetzt eine Aktion. Wir gehen zu den Wirten in Niederösterreich unter dem Motto Wirte leben Heimat. 2500 Gastronomen werden wir besuchen. Ich muss aber den Herrn Bundeskanzler, der wahrscheinlich wirklich der falsche Adressat ist, nämlich für diesen dringlichen Antrag, ich habe es gelesen, Esto und Co. ist nicht dabei. Es ist ein hervorragender Betrieb, es ist ein absoluter Leitbetrieb, aber wir haben in Österreich, wir haben in Niederösterreich mehr und andere Betriebe, die wir als Freiheitliche auch regelmäßig besuchen und dort hört man ganz andere Dinge. Applaus
sagt Walter Rosenkranz von der FPÖ und der Forst.